Den Wagen kennt ihr und das, was da oben drauf steht, das ist ein kleines Goodie, was man bekommt, wenn man ein Jahr Taycan fährt. Oder Porsche, das weiß ich gar nicht, aber ich fahre halt einen Taycan. Insofern kann ich euch nur sagen, kriegt man, wenn man Taycan fährt. Ja, ich möchte euch mal eben abholen in diesem Video. Was hat mich das Auto jetzt bisher gekostet? An Strom, an sonstigen Dingen, natürlich auch die Raten kommen da rein. Was habe ich für Probleme? Was ist toll? Wie gesagt, einmal ein kleines Fazit, ein Jahr Porsche Taycan. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Gleich nach dem Intro geht es sofort los. So, fangen wir mal mit so ein paar Themen an, die ich jetzt hatte mit dem Wagen. Ich bin ja wirklich viel Autobahn unterwegs. Der hat jetzt etwa 25.000 Kilometer runter und das in einem Jahr. Ich war jetzt leider 3 Wochen krank, sonst hätte ich das Video schon viel früher gedreht, aber ist aber egal. Deswegen bin ich da nicht gefahren und er hat jetzt irgendwie 24.500 Kilometer runter. So, kommen wir nochmal im Detail nachher drauf. Was ich gemerkt habe, und ich fahre ja viel Autobahn oder bin viel Autobahn gefahren, als ich noch von Berlin nach Bremen gefahren bin, von Bremen nach Berlin zurück. Insofern, er ist eigentlich ein Autobahnfahrzeug. Ich habe ihn jetzt nicht besonders sauber gemacht, ist jetzt auch egal, war nicht eine extra an der Waschstraße. Was aber aufgefallen ist, neben so ein paar Steinschlägen, die ich habe, da war hier oben einer, ein kleiner, unter dem Emblem. Ich habe auch hier an der Seite habe ich irgendwo einen kleinen. Das kann immer passieren, das ist einfach so bei solchen Fahrzeugen. Was aber nicht geht, ist das Thema Frontscheibe. Und ich habe hier schon mal einmal einen Steinschlag reparieren lassen, der knapp neben dem Sichtfeld ist, sonst hätte ich die ganze Scheibe tauschen müssen. Aber ich habe tatsächlich jetzt auch schon wieder den nächsten Steinschlag. Also, Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Ich werde da schon wieder mit zu Carglass gehen. Die Frontscheibe ist also dementsprechend so sehr weich oder hat einen ungünstigen Anstellwinkel, dass tatsächlich das Fahrzeug jetzt, also, und das hatte ich noch nie vorher. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorher bei Carglass mit all meinen Autos. In diesem Falle jetzt aber bin ich jetzt das zweite Mal da. Das ist so ein Thema, da weiß ich gar nicht. Gerne in die Kommentare, kennt ihr das auch? Viel Autobahn heißt auch viel das Thema Frontscheibe mit irgendwelchen Steinschlägen zu versehren. Nervt mich ein bisschen, hätte ich so nicht erwartet. Und ich bin jetzt keiner, der irgendwo dicht hinten hinter einem Auto fährt, sodass ich ständig irgendwie da einen Steinschlag abbekomme. Das sind wirklich diese typischen, ihr kennt die Geräusche, einmal so tick. Hier sorgt das aber gleich für einen ordentlichen kleinen Kratzer. Ich zeige es auch nochmal in der Detailaufnahme. Wie gesagt, ist schon ein bisschen nervig. So, ich hoffe, der überbezahlte Busfahrer hört man jetzt nicht mehr hier im Video. Lass uns mal ein bisschen über die Maße des Taycans reden. Also das Ding ist ja 5 Meter lang und ungefähr 2 Meter breit. Also für die City ist das Ding überhaupt nicht geeignet. Und ich habe ihn ja tatsächlich gekauft, weil ich viel auf Langstrecke unterwegs bin. Das heißt wirklich Autobahn von Berlin nach Bremen, eine Strecke 430 Kilometer. Dafür ist er super geeignet. Wenn ihr mit so einem Ding in die City wollt, ganz schlecht. Besonders das Thema Felge. Ich habe mir tatsächlich in einem Parkhaus hier mal die Felge angemackelt. Dachte, nach der Schranke kann ich gleich nach rechts weg. Nee, da wurde der Bordstein nochmal irgendwie 3 Meter weitergezogen. Ich habe es aus dem Auto heraus nicht gesehen und bin schön einmal an die Kante ran. Super ärgerlich. Das wird mir noch ein bisschen was kosten mit dem Thema Felge. Aber was willst du machen? Auto soll ja schön aussehen. Insofern lasse ich es natürlich reparieren. Aber ja, das war auch so ein Thema. Unnötig ist passiert. Noch habe ich da aber keine Kosten. Insofern fällt das noch nicht ins Gewicht. Das werde ich dann beim nächsten Mal nachholen, weil der hat in 5000 Kilometer auch seine erste Inspektion. Und da bin ich auch gespannt drauf. So, kommen wir mal ein bisschen zur Technik, die tatsächlich manchmal auch so ein bisschen die Macken hat. Ne? Ihr habt einen standardmäßigen Schlüssel, übrigens total geil. Warum kommen da andere Hersteller nicht drauf? Das hier, das Emblem unten, das Wappen, das ist ein RFID-Chip, den hinterlege ich im Porsche Charging Service und dann brauche ich nicht die Karte, sondern habe immer dieses Ding dabei, halte die vor zum Beispiel eine Ionity, wenn jetzt Plug and Charge nicht wäre. Hat der natürlich auch, aber oder von irgendeiner anderen Lader bei ENBW oder so und damit starte ich dann die Ladung. Total geil, ne? Ja, wollte ich aber eigentlich gar nicht drauf eingehen, sondern Schlüssel ist natürlich in der Tasche. Man geht ans Fahrzeug und normalerweise sollte er dann sofort jetzt hier irgendwie sich bemerkbar machen. Okay, es hat jetzt geklappt. Jetzt hat es geklappt. Sprich, die Türgriffe sind ausgefahren, aber ganz oft ist auch der Fall und ich weiß nicht, woran es liegt, dann bleiben die Türgriffe einfach drinne
und ich muss tatsächlich manuell mal den Schlüssel aus der Tasche ziehen, musste das Fahrzeug öffnen. Das hatte ich beim Ioniq nicht, das hatte ich beim ID3 nicht. Da kaufst du dir ein Auto für über 100 Scheine und auf einmal hast du so eine Probleme, die du sonst nicht kennst. Ja, kommt vor, aber warum das so ist, konnte mir noch keiner erklären. Auch das Porsche-Zentrum ist natürlich immer der Vorführeffekt. Hat es in dem Moment nicht nachvollziehen können. Wurde natürlich in dem Moment alles so, hat dann so funktioniert, wie es eben funktionieren soll. Ja, scheiße, ne? Aber kannst du nichts machen. Ja, Thema Porsche-Zentrum, da hat es mich auch schon einmal hinverschlagen, ohne dass ich es wollte. Was ist passiert? Ich kam unten in den Keller und das ist tatsächlich jetzt das zweite Mal gerade passiert. Und inzwischen weiß ich ja, was ich zu tun habe, aber trotzdem war es ärgerlich. Also, ich komme in den Keller, das Auto ist tot. Nichts mehr. Ich konnte weder die Tür öffnen, noch irgendwelche anderen Sachen öffnen. Und dann stehst du erstmal da mit deinem Talent, weißt ganz genau, unten in der Tiefgarage ist so eng, da kommt irgendwie ein Schlepper überhaupt nicht rein, um das Auto dann wegzuziehen. Also nimmst du dir die digitale Bedienungsanleitung auf deinem iPad und guckst erstmal, was gemacht werden muss. Ja. Und dann rufst du natürlich als erstes die Porsche, und jetzt könnt ihr was lernen, nicht die Porsche Assistance, nein, die Porsche Assistance rufst du an, also eher französisch ausgesprochen. Und die schicken dann einen netten Helfer vorbei und der macht das dann mit dir zusammen, weil natürlich kennen die einen Taycan nicht. Ja? Also, hier unten im Fußraum ist dann ein Sicherungskasten. Da ist ein Anschluss für einen Plus-Anschluss eines Überbrückungsgeräts. Irgendwie irgendwas mit 12 Volt, irgendwas müsst ihr da haben. Ne? Also es gibt ja auch diese Akkus, so einen habe ich auch. Dann müsst ihr euch hier oben im Türfangband so ein bisschen die Masse suchen. Oben auf dem Türfangband, das ist übrigens irgendwie, das ist nicht lackiert, das ist tatsächlich irgendwie beschichtet. Da kriegt ihr keine Masse. Das war mein Fehler zuerst. Das heißt, ihr müsst irgendwie direkt hier ans Metall rangehen, was direkt an der A-Säule ist. So, wenn das so ist, dann fängt das Auto an zu hupen, weil er denkt, ja, hier versucht jemand einzubrechen. Und in dem Moment könnt ihr aber mit 12 Volt sofort vorne die Motorhaube öffnen. Wenn ihr vorne die Motorhaube öffnet, könnt ihr dann wieder mit dem Gerät an eure 12 Volt Batterie. Sobald die 12 Batterie wieder mit Spannung versorgt wird, funktioniert die ganze Karre wieder. Ja, als wenn nichts gewesen wäre. Da wird kein Fehler abgelegt, gar nichts. Im Porsche-Zentrum wurde kein Fehler abgelegt. Habe ich jetzt, wie gesagt, zweimal gehabt. Megamäßig ärgerlich und keiner weiß überhaupt, was passiert. Wie gesagt, wenn ich jetzt das Auto anmache, zeigt er mir auch brav, dass mit der 12-Volt-Batterie alles in Ordnung ist. Die ist nicht tief entladen, gar nichts. Super ärgerlich, aber kann halt mal passieren. Normalerweise hätte ich es auf den DC-DC-Wandler getippt, also der dafür sorgt, dass aus dem 800 Volt des Porsche-Akkus hier die 12-Volt-Batterie des Fahrzeuges ähnlich wie eine Lichtmaschine geladen wird. Ganz kaputt kann da aber irgendwas nicht sein, weil, wie gesagt, dann wäre der ständig tot. Ist er aber nicht. Also von daher, wie gesagt, kein Fehler abgelegt, gar nichts. Super ärgerliche Geschichte. Ja, machen wir mal weiter im Innenraum mit dem System. Habe mich mal jetzt auf den Beifahrersitz gesetzt, damit ihr es ein bisschen besser erkennt. Ich habe ja hier nicht den Zusatzscreen, sondern habe nur hier in der Mitte und natürlich das komplette System da vorne. Zum Thema CarPlay habe ich schon viel gesagt. Also das ganze Thema EV-Routing über CarPlay, das funktioniert eher suboptimal. Hintergrund ist wohl, das wurde mir nicht vom Porsche-Zentrum erzählt, sondern eben von jemandem, der sich gut mit den Themen auskennt. Also Grüße an Joe Vandura in diesem Fall. Die Server von Porsche kommunizieren zu selten mit CarPlay in dem Fall. Das heißt, die Daten des Fahrzeuges, wie zum Beispiel State of Charge oder die Position, die werden zu selten weitergegeben an CarPlay. Und somit sagt das System dann auch irgendwann hier, also das CarPlay, keine aktuellen Batteriedaten verfügbar. Der tatsächliche SOC kann abweichen von dem, was ich dir hier gerade anzeige. Super ärgerlich. Ja, insofern, da muss auf jeden Fall was passieren. Das nächste Thema ist, hatte ich jetzt auch schon mehrfach. Ich steige ins Auto ein und er vergisst mein Handy. Das heißt, ich blende das mal eben ein als kleines Video. Ich muss ihm sagen, er hat ein neues Handy gefunden. Dabei, ich habe mein iPhone 13 jetzt seit, es kommt 16 dieses Jahr, also seit 3 Jahren. Ne? Und er sagt, ja, er hat ein neues Telefon gefunden. Hast du gar nicht. Du kennst das Ding, du Hirni. Ja?
total nervig, ja. Das Geile ist, in der Fahrt kannst du natürlich nicht mal eben sagen, ja, verbinde mal eben, ist alles schick. Nee, du musst natürlich erstmal halten, damit du das machen kannst. Dann drückst du einen Knopf, dann ist wieder alles schick, CarPlay ist da, bumm. Ah, Kinders, ey, das nervt, ne? Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, mal gucken, CarPlay. Geräte werden gesucht. Ach so, mein Fehler, weil ich bin ja hier im Flugmodus gerade drin, wenn ich nicht gestört werde. Jetzt bin ich mal gerade rausgegangen. Mal gucken, ob er mein Gerät dann findet. Also jetzt hat er hier schon die WLAN-Verbindung eigentlich gemacht. Ich bin mal gespannt. Ich rede einfach mal weiter und mal gucken, ob ihr seht, wie lange das aber dauert. Ein bekanntes Gerät. Also ich bin jetzt raus aus dem Flugmodus. Schön. Schön. Vorführeffekt. Ne? Es ist so geil. Er findet mein Gerät nicht. Warum? Das ist doch jetzt kein Hexenwerk. Wie gesagt, ich gucke jetzt mal hier eben rein. Ich habe volle LTE-Verbindung. Ich habe, er ist mit dem Fahrzeug verbunden und so weiter. Können wir uns auch mal eben hier ansehen. Hier, Stefans iPhone Mini. Jetzt gehe ich mal hier drauf. Muss jetzt extra hier auf die CarPlay-Verbindung gehen, damit er dann was macht. Und selbst dann, jetzt ist er da. So, siehste, bumm. Sag mal, ey, was ist denn hier los, ne? Das Ding kostet über 100.000 Scheine, ey. Da ist doch so eine Piep. CarPlay-Verbindung. Ah, das muss klappen. So, also das eben dazu. Ich mache jetzt mal eben hier wieder den Flugmodus rein, weil ich dementsprechend nicht gestört werden möchte und ständig hier irgendwelche Nachrichten bekomme. Ist ja egal. Ja, das ist das eine. Wie gesagt, ansonsten Updates over the air und so weiter, dass das klappt. Jetzt hier sagt er zum Beispiel nach einem Jahr, ich muss die Wischerblätter mal wechseln hier. Kannst dann drauf gehen. Also das System ist schon gut, aber ihr seht auch irgendwie Details nicht. So. Ansonsten bin ich damit zufrieden. Wie gesagt, beim EV-Routing nimmt er da auch das Head-Up-Display nicht mit. Das hatte ich in dem anderen Video nochmal erwähnt. Das System selber ist tatsächlich jetzt auch nicht das schnellste, wenn jetzt hier geht und jetzt, was ich hier so mache, das sieht schon mal ganz gut aus, ja. Aber glaubt mir, es ist tatsächlich nicht unbedingt das schnellste System. Manchmal braucht er ein bisschen. Und es kam auch schon vor, dass ich in der Fahrt, ich glaube, das war sogar vom Porsche Center zurück, einen Black Screen hatte und er einfach gar nichts gemacht hat. Der obligatorische Zündungswechsel, sprich, ihr schließt das Auto ab, lasst es stehen, entfernt euch vom Auto, dass ihr den Schlüssel nicht erkennt, geht wieder ran. Danach war wieder alles wie vorher. Und lustigerweise hatte ich das genau auch bei dem Fahrzeug, bei dem Taycan, das war ein Sport Turismo, den ich vom Porsche Center bekommen habe, genau das gleiche Thema. Scheint so ein Taycan-Ding zu sein. Gut, also das mal eben dazu. Eine lustige Story noch. Ich bin ja von Berlin nach Bremen gezogen. Das hat ein Wechsel des Porsche-Zentrums mit sich gezogen. Ja, ist einfach so. Auf einmal meldet sich der Porsche ab, weil er nicht mehr vom Porsche-Zentrum Berlin geführt wird. Ihr Auto wurde in My Porsche abgemeldet. Ich so, bitte was? So, musste mein Auto dann also neu anmelden. Wisst ihr aber, was das Witzige ist? Sobald euer Porsche abgemeldet ist, wird auch dementsprechend zum Beispiel die Porsche-Ladekarte gecancelt. Ich habe eine neue Ladekarte bekommen. Es ist im System, also wenn ihr auf die MyPorsche-App hier geht, ja, steht schon drin, dass ihr einen aktiven Ladetarif noch habt und der ist auch bis 2026 oder so. Also wirklich lange. Aber nicht mehr mit der alten Ladekarte. Das heißt, die schicken euch eine neue Ladekarte zu, die muss wieder neu eingerichtet werden. Meine ganzen alten Ladedaten sind alle weg. Das heißt, wenn ich jetzt gucken möchte, was habe ich die letztes Jahr im Oktober auf der Autobahn mal verbraucht? Weg, weg. Was er noch hat, ist der Gesamtverbrauch über die ganze Fahrt, also jetzt die 24.950 Kilometer. Die hat er noch, aber Details hat er halt nicht mehr, obwohl er sich die bis die letzten 12 Monate komplett merkt. Übrigens, was echt zuverlässig funktioniert, ist der hier, ne? Wenn er mit dem Kofferraum agieren möchtet und dann mit dem Fuß untermachst, das geht total gut. Siehst du? Nichts passiert da. Er hat ja hier noch so einen Taster, den kann ich drücken, aber nichts. Drücke hier da drauf,
geh da auf. Ja, ja. Funktioniert so alle 10 Mal, ne? Also du kannst entweder die, ich nehme euch doch mal hier ein bisschen in die Fernaufnahme so. Kannst jetzt hier kicken. Jetzt geht's, siehst du, geil, oder? Vorführeffekt, jetzt hat's geklappt. Eben 3000 Mal hier den Einbeinigen gemacht, es ging nicht. Mache ich jetzt einmal mit euch dabei, schon geht's. Also, egal, kümmern wir uns mal, machen wir mal jetzt Zahlen, okay? So, jetzt nicht wundern, dass ich mal immer meinen Blick nach da unten richte. Da liegt nämlich mein Handy und damit kann ich dann die Zahlen hier ablesen, die ich bisher hier für den Porsche aufgenommen habe und die euch wahrscheinlich auch interessieren. Hab mich hier so im Fahrersitz gesetzt, damit ich nicht ganz so krass eine Lichtgestalt bin, ne? Weil die Lichtgestalt, die ist vor uns gegangen, Gott hab ihn selig. Und das möchte ich mir nicht anmaßen. Also, wie ich euch gesagt habe, sind jetzt 24.950 Kilometer runter. Das sind im Schnitt also so ungefähr 2080 Kilometer im Monat, die ich die letzten 12 Monate gefahren bin. Also das Auto ist jetzt ein Jahr alt, wie ich gesagt habe. Der Durchschnittsverbrauch liegt auf diese, sagen wir jetzt einfach mal, um der einfach halber 25.000 Kilometer, liegt der Durchschnittsverbrauch bei 22,6 Kilowattstunden. Und da sagt der eine oder andere Tesla-Fahrer jetzt berechtigt, oh, das ist aber eine jede Menge, der ist ja eine Saufziege. Obwohl der nur der Heckantrieb ist mit großem Akku. Jein, weil man muss dazu wissen, das könnt ihr jetzt gerne auch bei euch mal vergleichen, die Durchschnittsgeschwindigkeit über diese 25.000 Kilometer sind 72 km/h. 72. In der Stadt fahrt ihr keine 72 und es ist der Durchschnitt. So, das heißt, ihr könnt schon an dieser Zahl sehen, dass ich überdurchschnittlich schnell unterwegs bin. Die meisten Tesla-Fahrer unter euch oder so weiter, die jetzt eben sagen, mein Tesla verbraucht nur 17, 18, 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, der wiederum hat garantiert keine Durchschnittsgeschwindigkeit dabei, dann von 72 km/h. Einmal fliegen lasse ich nicht gelten. Das heißt, wenn ihr jetzt bei 25 Grad auf der Autobahn mit 150, 160 unterwegs seid und dann dementsprechend mal jetzt die 16 dabei seht, nee. Ehrlich nicht, Leute. Das sind 25.000 Kilometer, 72 km/h auf 25.000 Kilometer und dann 22,6. So, was kostet mich das ganze Auto jetzt? Das mache ich jetzt im nächsten Tick. Immer mal eine andere Perspektive. Das Glasdach ist geil, oder? Oh, ich liebe das Glasdach. Also ich brauche immer Licht von oben. Manche Leute hassen das. Ein Uwe, der braucht ja auch so einen Kohlebunker. Ne? Am besten alles dunkel, dunkel, dunkel. Ich nicht. Ich brauche das von oben Licht. Ich finde das geil. Ja, so ein Porsche, den kann man natürlich individualisieren bis zum geht nicht mehr. Zum Beispiel bei mir hier hinten in der Kopfstütze oder auch hier das Porsche-Emblem. Das ist so ein Extra, was man sich dann ankreuzen kann. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel kein Porsche-Emblem hier auf der Mittelkonsole hier. Das habe ich mir dann nicht gegönnt. Jedem so, wie er es möchte. Wie gesagt, das Schöne ist an wirklich an so einem Porsche, den könnt ihr euch gestalten, wie ihr wollt. Das ist jetzt nicht irgendwie 2 Felgen und 5 Farben oder so. Nee, da gibt es mehr Ausstattung. Deswegen kosten die Dinger aber auch mehr. Ne? Man möchte bei Porsche tatsächlich, dass kein Porsche einem anderen gleicht. Und das schafft ihr ganz leicht. Das führt aber dazu natürlich, dass das Ding auch dementsprechend kostet. Ich habe eine recht hohe Anzahlung damals geleistet. Das Auto wird also finanziert. Und ja, die Anzahlung, die war recht hoch, führt dazu, dass meine Rate im Monat dementsprechend niedrig ist. Wir sprechen hier tatsächlich von 359,44 Euro für einen Porsche Taycan. Könnt ihr euch jetzt gern selber ausrechnen, was ich dann wohl angezahlt habe. Heißt aber im Endeffekt, auf 12 Monate sind diese 359 Euro dann in Summe bei 4.313 Euro. 4.313, ich schreibe das hier alles mal auf. Über die 25.000 Kilometer, die ich jetzt gefahren bin, habe ich bei 22,6 Kilowattstunden im Schnitt jetzt 2.391,84 Euro geladen. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Sicherlich war auch das ein oder andere Mal ein Laden dabei, zum Beispiel bei meinen Eltern, die haben aber nur so ein, da kriege ich nicht mal 11 kW, oder? Doch, klar, knapp, doch 11 kW, aber es waren dann 1-2 Stunden. Das heißt, da ist eine kleine, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht alles so. Aber wenn man jetzt guckt, diese 2.391 Euro, 2.400, das ist einfach zu rechnen,
Ich bezahle also aktuell bei 25.000 Kilometern circa 200 Euro im Monat an Strom für das Auto. Kriege ich jetzt dann von der Firma immer noch 50 Euro zurück, wären dann 150 Euro, kriegt ihr aber nicht. Insofern lasst uns die 200 Euro lassen. Natürlich benötige ich auch für den Porsche Winterräder. Winterräder habe ich mich damals entschieden, okay, hier auf die Mission E-Felgen einfach die Winterräder draufzuziehen. Das sind dann geworden, siehst du, es fällt mir wieder nicht ein, ist aber auch egal, weil ich wollte ja keine Werbung für Reifen machen, weil die habe ich bezahlt und die wurden mir jetzt hier nicht irgendwie in irgendeiner Form gestellt. Insofern, ja, haben mich aber gekostet 1525 Euro. Der Reifensatz auf die Originalfelge und da das 21 Zoll sind, kostet das draufziehen, wuchten und so weiter ein bisschen mehr, als es vielleicht kosten würde, nur die Räder zu wechseln, habe ich bezahlt 164,15 Euro. Sind also in Summe für Winterräder 1700 Euro ungefähr, ne? Also dass sie dann drauf sind. Versicherung selber, ich bin ein alter Mensch, habe dementsprechend eine hohe Schadensfreiheitsklasse. Und habe im Jahr bei der Allianz, kann ich einfach mal nennen, weil ich da einen sehr guten Preis bekommen habe. Ich bezahle im Jahr Vollkasko mit einer recht geringen Selbstbeteiligung von 250 und 500 waren das. Bezahle ich 1000 Euro. Es sind 1000 Euro und 62 Cent, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber es ist ein unheimlich guter Preis für einen Porsche Taycan, finde ich. In Summe also für jetzt die 12 Monate habe ich bezahlt für das Fahrzeug dann 9.395 Euro und einen Cent. Wie gesagt, da fehlt bestimmt noch das eine oder andere, aber es ist grundsätzlich ist das so die Richtung, was mich das Auto aktuell kostet. Die Summe von 9.395 Euro, so ist richtig, wären dann auf den Monat runtergebrochen 782 Euro und 92. Siehst du, ich muss mal runtergucken. Kann man nicht mehr einfach eine Zahl merken hier. Ich bin alt. Also 782,92 Euro. Und wenn ihr jetzt euch erinnert an mein ID3 Video, da lag ich ja tatsächlich noch ein bisschen höher. Aber da war auch eine Inspektion dabei und dementsprechend kann man das jetzt gerade noch nicht vergleichen. Wenn ich das nächste Video mache, wo es um Kosten und Preise geht, dann wird dementsprechend hier natürlich das Ganze auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Ich bin echt gespannt, was die Inspektion mich kosten wird. Kann ich gerade gar nicht einschätzen. Also von 150 Euro, was ich niemals glauben werde, bis 1500 Euro, wo ich eher mit rechne, aber wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden und da gibt es ein Video natürlich zu, was kosten eine Inspektion beim Porsche Taycan und was ist da dann gemacht worden. Ne? Gut, also kleines Fazit und noch eine kleine Ladegeschichte und dann war es das auch schon. Ja, für die Rechner unter euch, ihr habt das sicherlich gemerkt, dass der Preis pro Kilowattstunde bei mir dementsprechend günstig ist. Das liegt daran, dass ich noch den Porsche Charging Tarif habe. Der ist Grundsteuer, wollte ich gerade sagen. Der hat keinen Grundbetrag. Also ich zahle im Monat keine Grundgebühr oder so. Die ist von Porsche aktuell noch übernommen worden und das geht auch noch bis 2026 oder so. Müsst ihr mal reingucken, was genau ist. Das führt dazu, dass von diesen Ladekosten, die ich in Summe hatte von 2.391 Euro, allein 1.522 Euro auf Ionity und auf den Porsche Charging-Tarif zurückgingen, weil ich da eben bei Ionity für gute 30 Cent die Kilowattstunde lade. Und das ist natürlich bei so einem Auto unschlagbar. Und gerade Berlin-Bremen, da lade ich einmal oder zweimal an Ionity, je nachdem, wie schnell ich fahre oder wie kalt es draußen ist oder wie voll ich bei der Abfahrt fahre, ist auch völlig egal. Ja, und dementsprechend sind die größten Kosten tatsächlich für Porsche Ladetarif direkt. Ansonsten habe ich hier direkt vor der Haustür Ladesäulen, die kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und da zahle ich dann 45 Cent pro Kilowattstunde, also deutlich mehr, finde ich aber trotzdem immer noch fair. Und da habe ich dann geladen in Summe für ungefähr 450 Euro, jetzt seit ich hier in Bremen bin. Das sind jetzt ungefähr 3-4 Monate. Ne? So, in Berlin hatte ich einen Vertrag bei Polarstern. Polarstern, der hat unten Wallboxen betrieben, hat einen ganz guten Tarif gehabt, lag unter 40 Cent. Und da habe ich dann für 252 Euro geladen
Und der Rest, der ist dann ferner liefen. Das sind irgendwelche anderen Sachen, die ich ad hoc irgendwie Maingau, EWE und so weiter. So teilt sich das Ganze auf. Gut, also. Bin ich zufrieden mit meinem Porsche? Ja, es ist ein Porsche. Und das ist schon interessant, wie man dann auch da auf der Straße angeguckt wird. Und Kinder freuen sich, wenn sie das Auto sehen. Es gibt ein Zunicken, wo man wirklich so macht. Die Schulkameraden von meiner Tochter, die sind immer ganz begeistert, wenn Taya von mir abgeholt wird aus der Schule. Mega, mega geil. Sie sind immer ganz aufgeregt und klopfen und winken und da kommt auch, oh, cooles Auto und alles. Ja, für Kinder ist ein Porsche natürlich ein Porsche und da ist egal, ob da Benzin oder Verbrenner drin ist. Aber auch, wie gesagt, andere Menschen, die gucken dann halt schon mal und das ist natürlich, für mich ist das schon schön, nicht weil ich jemand bin, der unbedingt für sein Auto gelobt werden möchte, sondern weil ich glaube, ich habe alles richtig gemacht mit der Art und Weise, wie ich ihn hier gestaltet habe, eben mit den Mission E-Felgen, das seht ihr hier, ne? Und vorne zum Beispiel die Scheinwerfer, die habe ich schwarz gemacht, ne? Also dass es alles dunkel ist, oben das Glasdach und wenn man jetzt nach hinten geht, hinten auch die Lichtleiste ist bei mir in schwarz gehalten, so. Und somit ist das, glaube ich, schon ein ganz stimmiges Bild. Bin auch wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Bis auf diese ganzen kleinen Software-Issues oder eben das Thema mit der 12-Volt-Batterie, was ich euch eben gesagt habe. Das nervt dann schon, wenn man inzwischen jetzt mit der Assistance dann auch schon rumschakert und sagt, ja gut, das nächste Mal weiß ich jetzt, dass ich oben am Türfangband gucken muss, dass ich da auf jeden Fall auch Masseschluss habe, weil das war mein Fehler. Ich habe eigentlich so ein Set zu Hause zum Überbrücken oder habe es dann probiert und habe es nicht geschafft. Ja, hatte dann auch der Pannenservice nicht geschafft, bis er dann festgestellt hat, dass oben das Türfangband eine Beschichtung hat und das keine Metallbeschichtung ist, sondern eben eine Beschichtung ist, die keinen Strom durchlässt. Und dann ist er direkt an die Schraube drangegangen da oben, hatte einen Masseschluss, Auto reagierte, Haube ging vorne auf und alles war schick. Gut, beim nächsten Mal bin ich schlauer und ich befürchte, es wird nächstes Mal geben. Ich werde am Dienstag jetzt, es ist Ostern, ich werde am Dienstag jetzt dann mal anrufen beim Porsche-Zentrum und werde mal fragen, was wir denn da jetzt machen, weil das ist ja eigentlich blöd. ja, und dann gucke ich mal, was sie da für Ideen haben. In 5000 Kilometern ist dann das Thema Inspektion dran. Das heißt, wenn ich jetzt Inspektion habe dann, da werde ich euch natürlich dementsprechend auf dem Laufenden halten und ja, dann gucken wir mal, wo wir da am Ende landen. Da seht ihr, wenn man von spricht, ich bin da gerade am Philosophieren, dann hat neben mir ein Auto angehalten und die Jungs eben sagten, ja, schönes Auto und oh, bist du YouTuber? Aber ihr sagt, mach das nicht mit dem Sie, mach das mit dem Du bitte. Ja, und ja, so wird man halt wirklich auf das Auto auch immer wieder angesprochen, finde ich halt mega cool. Und ich bin mal gespannt, sagt mir mal selber irgendwie, die ihr andere Autos fahrt, Kia oder auch Hyundais, Tesla, weiß ich, hat keine Inspektionskosten, ihr fahrt wirklich günstig. Aber vielleicht diejenigen, die auch, was ich regelmäßig zur Inspektion müssen, was kostet euch das Auto, was hat es euch bisher gekostet und kommt ihr da mit? Wie gesagt, 748 waren es jetzt, glaube ich. Siehst du, meine Zahlen, ich kann mir meine Zahlen selber nicht merken. In diesem Sinne soll es gewesen sein. Wir hören uns dann demnächst wieder. Bringen auch wieder ein bisschen Content in Richtung Smart Home. Hab mir jetzt eine Balkonkraftwerk installiert. Da habe ich ein lustiges Video gedreht. Da war der Holger Laudelei dabei. Also wen es interessiert, gerne einschalten. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier in diesem Laden mit diesem Auto oder irgendwas anderem. Mal gucken, was mir so einfällt. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Also in diesem Sinne, ciao und bis bald. Schöne Ostern und ciao.